100% Kursgewinn, und zwar jährlich seit dem IPO 2016. Diese Performance hat Embracer hingelegt. Wirklich beeindruckend, das ist mein Grund genug allein das schon, dass wir uns die Aktie mal näher anschauen. Ist ein Spielehersteller, genauso wie beispielsweise Paradox Interactive, die ich mir diese Woche ins Depot geholt habe. Habe ich ebenfalls eine Aktienanalyse gedreht. Sind übrigens auch Skandinavier und haben eine ähnliche Strategie und die haben auch ja, eine ähnliche Zielgruppe. Das ist ja auch die gleiche Branche. Gucken wir uns an, ist keine ganz einfache Aktienanalyse diesmal, sage ich mal gleich vorweg, aber es hat bisher noch keiner in der Finanzcommunity die Aktie analysiert, habe ich auch mal angeschaut, vielleicht eben auch aus dem Grund. Wir versuchen es aber einfach mal und ich denke, das wird schon ganz interessant. Gehen wir gleich mal in den Aktienfinder rein. Mein Name ist Thorsten Tiet, ich betreibe den Aktienfinder, geht es ums langfristige Investieren in Aktien, um von langfristig steigenden Kursen und Dividenden zu profitieren. Embracer, zahlen die eigentlich Dividende? Muss ich gleich mal gucken. Ich habe hier eine Watchlist gemacht. Da sind Spielehersteller drin, unter anderem auch Embracer. Hier sind sie, bezahlen keine Dividende. Braucht man auch nicht unbedingt bei 100% Kursgewinn im Jahr. Fangen wir mal ganz von vorn an. Was machen die Kollegen denn eigentlich? Die sind tätig als Publisher und als Developer. Was heißt es jetzt ganz genau? Es gibt hier den IPO-Prospekt, der an einigen Stellen veraltet ist, aber nichtsdestotrotz sehr vielsagend ist. Hier haben wir die Wertschöpfungskette in der Spieleindustrie. Am Anfang muss das Spiel erstmal konzipiert bzw. entwickelt werden. Das ist das Coding. Das machen die Entwickler, die sogenannten Developer. Entwicklerstudios beispielsweise. Dann gibt es den Publisher, der ist für die Vermarktung zuständig, macht das Marketing, den Verkauf, der hat auch die Connections mit den Vertriebskanälen. Vertriebskanäle sind hier, das sind die Distributor, beispielsweise GameStop, das ist eine der Hype-Aktien, aber insbesondere Steam, also hier die digitalen, der Sony Play Store, der Play Store von der Xbox, das sind so die wichtigsten. Dann haben wir hier noch physisch, also wo es echte Verpackungen gibt, was immer mehr abnimmt an Bedeutung, Amazon und so weiter. Und darf man übrigens nicht unterschätzen, die Distributoren, es ist so ähnlich wie SEO bei einer Webseite. Was bringt dir das beste Spiel, wenn es nicht gefunden wird von den Fans und nicht verkauft wird, weil zum Beispiel die Vertriebskanäle nicht offen stehen und der Publisher, also in unserem Fall jetzt Embracer, da oben steht noch THQ Nordic. Ich habe eben gesagt, einige Sachen sind veraltet, aber das hier ist nach wie vor gültig. Die haben sich dann umbenannt. Also hier müsste eigentlich Embracer stehen. Die beschäftigen mehrere Mitarbeiter ausschließlich für die Distributionskanäle, um da auch gute Platzierungen zu bekommen und gut zu verhandeln. Und die Kosten, das ist auch ganz interessant, die Embracer entstehen bei den Distributoren, Steam beispielsweise, sind ungefähr doppelt so hoch wie die Entwicklungskosten der Computerspiele. Also da sieht man mal, wie wichtig diese Distributionsgeschichte ist. Aber im Prinzip sind alle von den drei hier dargestellten Wertschöpfungsstufen extrem wichtig. Ohne die Developer gibt es kein Spiel oder nur ein schlechtes Spiel, wenn sie einen schlechten Job machen. Ohne die Publisher entwickeln die Developer gegebenenfalls am Markt vorbei, weil es ist bindegliedrig zwischen Distributor und Developer bzw. Spiel. Oder die gehen einfach schlicht und einfach pleite, die Entwicklerstudios, weil die Publisher eben auch finanzieren. Und Embracer ist in erster Linie Publisher mit sehr vielen Entwicklerstudios. Ich habe es irgendwo aufgeschrieben. 56 Entwicklerstudios haben sie momentan, wenn ich richtig gezählt habe, beschäftigen über 5000 Entwickler. Kontakt, also haben auch noch Verträge für die Entwicklung mit externen Entwicklern bzw. Entwicklerstudios und sind eben in diesen beiden Wertschöpfungsketten hier drin. Die machen auch, das ist eine andere schöne Grafik, wie ich finde hier, das ist die hier, ebenfalls leicht veraltet, hier steht ja auch noch THQ Nordic, das müsste wie gesagt Embracer sein. Hier ist so eine kleine Matrix angezeichnet, wo man das Ganze verorten kann. Es gab zum Beispiel bei meinem Paradox Interactive Video die Frage, ist PC nicht tot? Ist das nicht alles dann jetzt Konsole oder Handy? Ich sage, nee, nicht unbedingt. Es kommt darauf an, um was für Arten von Spielen es geht. Man hat hier eine Matrix aufgezogen. Das ist von irgendeinem Analysten hier. Und einmal bezüglich, ob die Spiele
was für eine Plattform die haben, ob sie im Web bzw. mobile sind oder auch Konsole oder, nee, hier oben ist Konsole, oder ob es PC bzw. Konsole ist. Und je grafisch anspruchsvoller beispielsweise die ganze Geschichte ist, umso mehr geht es hin zu PC, Konsole und weg von Web und Mobile. Dann haben wir hier noch die Geschichte, handelt sich so um Gelegenheitsspielchen, die ich im Badezimmer beim Arzt spiele, zum Beispiel Flipper oder sowas, das wären so Casual Games. Oder handelt es sich hier um Hardcore Games, Spiele, in die ich komplett eintauche und stundenlang sozusagen versinke, bis ich dann merke, dass schon hier der Morgen graut oder je nachdem, was für ein Alter ich habe, die Mutter hier energisch klopft und sagt, jetzt mach mal die Dattelkiste aus. Und wir haben hier Embracer und Embracer sind eben bei den anspruchsvollen Spielen, also sind bei PC, Konsole, Hardcore-Games zu verorten. Konkurrenten sind beispielsweise Paradox Interactive, CD Projekt, Cyberpunk 2077, hier ist Paradox Interactive nicht da. Und auch Take-Two, Ubisoft, Activision Blizzard, die Electronic Arts, die ganzen hier, ne? Die spielen quasi in dieser Liga. Es ist, könnte man fast sagen, die Königsliga, weil es auch technisch extrem anspruchsvolle Spiele sind. Spiele, die teilweise so Budgets haben von Hollywood-Streifen. Also hier ist Embracer zu verorten. Und die machen, wie ich sagte, Publishing und Entwicklung von dem Ganzen. Was haben die alles in der Pipeline? Ich habe mal geguckt, das sind hier wahnsinnig viele Spiele. Also die haben momentan 160 Spiele in der Pipeline. Also das ist echt Wahnsinn. Und 90 davon sollen im Laufe des aktuellen Geschäftsjahres, das im März 2022 fertig ist, fertig werden. Also ich habe da überhaupt keinen Überblick. Wenn ich so die Liste mir anschaue, da sagt mir das ein oder andere Spiel tatsächlich was, wie dieses Biomutant, da ist irgend so ein netter Hase mit so einem Schwert. Ein paar andere, Dead Island 2, glaube ich, sagt mir auch was. Rust sagt mir auch was. Wenn man jetzt so in die Steam-Suche geht, da sieht man hier zum Beispiel Rust, ist einer der Topseller. Valheim ist auch von denen, aber ich kann jetzt nicht so genau sagen, auf welches Spiel die da was setzen. Das ist also zum Beispiel bei CD Projekt sehr viel einfacher als hier bei Embracer, wo es also Dutzende von Spielen gibt, die jedes Geschäftsjahr veröffentlicht werden. Wie auch bei Paradox Interactive wird auch nicht gesagt, welches Spiel wie viel Umsatz macht. Wenn ich jetzt sage Spiel, ist es eigentlich auch schon falsch. Man müsste eigentlich sagen, welches Franchise wie viel Umsatz macht. Denn so ein Spiel, es ist mehr als nur ein Spiel, das ist eine ganze Marke, die da aufgebaut wird mit einem Franchise. Es können dann auch noch so Spin-offs sein, wie Comics oder Filme, Serien, die daraus entstehen. Und die haben dann eine Fanbase und die Fanbase kauft halt das ganze Zeug drumherum noch oder schaut dann halt die entsprechenden Serien und Filme noch mit an. Also es geht dann eigentlich, man spricht dann immer von Franchise, teilweise auch Brands und auch Intellectual Property ist auch noch so ein Schlagwort, was da eine wesentliche Rolle spielt. Das sind dann auch die Sachen, die in der Bilanz aktiviert werden. Wichtig ist jetzt auch noch zu verstehen, denke ich, wie das Wachstum von Embracer zustande kommt. Das ist zum einen operativ und da läuft es auch. 2020 70% organisches Wachstum, habe ich gelesen, glaube ich natürlich auch als jemand, der glaubt, was die Vorstände so erzählen. Und wir haben aber in erster Linie dann eigentlich zugekauftes Wachstum. Da gibt es auch immer wieder Kapitalerhöhungen. Gab jetzt auch im 2020 für 7,6 Milliarden schwedische Krone Kapitalerhöhung, sind 57 Millionen Euro umgerechnet. Und damit werden dann Entwicklerstudios gekauft. Es werden Entwicklerstudios gekauft, die Spiele haben, die potenziell erfolgversprechende Franchises sind und die werden dann eben quasi aufs nächste Level gehoben. Ja, auch hier gibt es im Prospekt was ganz Schönes, wenn ich es jetzt sage, aufs nächste Level gehoben. Was meine ich damit, beziehungsweise was meinen die Kollegen hier damit? Genau das hier. Also, da ist jetzt ein Entwicklerstudio und die haben jetzt ein Spiel mit Potenzial, ist jetzt, sagen wir mal, ein kleines Entwicklerstudio. Was heißt ein kleines Entwicklerstudio? Sie können erstmal nicht so viel entwickeln, wie sie es gerne würden, weil die Manpower fehlt. Sie können zum Beispiel nicht ihr Spiel vom PC auf andere Plattformen portieren, was ja eigentlich ganz gut wäre.
Sie haben jetzt auch nicht so die einst große Marketing-Power. Das heißt, Sie sind vielleicht gar nicht bei Steam präsent, oder Sie sind nicht, Sie sind bei Steam präsent, aber man findet Sie kaum. Oder auch nicht hier bei anderen im physischen Store. Und dann geht jetzt Embracer hin und sagt, die kaufen das, weil sie da Potenzial sehen. Und was sie dann als erstes machen, ist diese Distribution Expansion. Das heißt, die gucken mal, dass sie den Vertrieb verbessern. Das ist das Erste, was sie machen. Was sie dann machen, das nennen die Asset Care, die schauen mal, da geht es auch schon in den Code quasi rein, wie sie das Spiel noch verbessern können, attraktiver machen können. Das können diese Downloadable Contents sein. Das können ja, Patches sein beispielsweise, also wenn da eine oder andere Stelle noch hapert. Stichwort Manpower, dann ja, okay, wir haben so viele Baustellen in dem Spiel, wir konnten jetzt nicht alles machen, vielleicht wieder ein bisschen Manpower geliehen, haben wir ja genügend Entwickler über 5000 und dann das Ganze noch so ein bisschen verbessert das Spiel, dann gibt es auch bessere Scores, bei Metacritic beispielsweise. Und das geht ja dann wieder ins Marketing rein. Die können auch die Entwickler quasi denen eine Plattform bieten, damit die dann besser über Social Media Kanäle mit den Fans sprechen. Das ist ja auch sehr wichtig. Naja, und natürlich komplett eine neue Portierung auf andere Plattformen, beispielsweise vom PC auf die diversen Konsolen. Und wenn das läuft, dann könnten dann auch noch Fortsetzungen programmiert werden. Das läuft natürlich nicht alles innerhalb eines Jahres, sondern da dauert das ganze Prozess mehrere Jahre. Aber das ist im Prinzip das, wie man versucht, die Wertschöpfung zu erhöhen von so einem gekauften, ich sage jetzt mal, Titel bzw. Franchise. Und das kostet natürlich einiges an Geld und deshalb gibt es dann auch immer entsprechend die Kapitalerhöhung. Und dann würde ich mal sagen, gehen wir jetzt mal in Aktienfinder rein, das Fundamentale. Und da zeigt sich auch schon, dass es nicht ganz einfach ist, die Aktie zu bewerten. Wenn man hier auch mal die Gewinnentwicklung anschaut, dann sehen wir, dass es nicht wirklich eindrucksvoll aussieht. Das ist hier der bilanzierte Gewinn. Und dann haben wir hier längere Gewinnphasen, also da werden Gewinne erwirtschaftet, aber hier sinken die auch schon wieder. Und dann haben wir hier angeblich nur noch Verluste fürs laufende und die nächsten zwei Geschäftsjahre. Das sieht erstmal nicht so dolle aus. Wenn wir den operativen Cashflow angucken, sehen wir aber, das scheint irgendwie widersprüchlich zu sein, das Ganze. Wir haben hier auch eine relativ gute Umsatzentwicklung, aber auch seltsame Entwicklung von Margen, wo ich jetzt mal nicht näher drauf eingehe. Wir haben hier unten dann die wichtigsten Bilanzpositionen. Das sieht man schon hier, dass wir eine Kapitalerhöhung haben. Das sieht man hier, die Anzahl der ausstehenden Aktien, die steigt schon die ganze Zeit. Und man sieht dann aber auch hier, dass die Bilanzsumme steigt, also die gesamten Vermögenswerte, die das Unternehmen hat. Und dass die auch mehr oder weniger in Geld schwimmen, dass die aber auch schon viel Goodwill angehäuft haben in Form von Übernahmen, das kann man hier alles erkennen. Da sieht man dann auch nochmal das, was ich gesagt habe, quasi aus einer anderen Perspektive, dass stark durch Zukäufe gewachsen wird. Ja, so, ihr wisst, was ich meine. Und dann sieht man aber auch, dass die Free Cashflow positiv sind und dass die zu verzinsenden Schulden beispielsweise aus der Portokasse nicht nur bezahlt werden können, sondern auch aus den laufenden Cashflows bezahlt werden können. Jetzt bleiben wir mal hier bei den Gewinnen, bei dem Rätsel der schlechten Gewinnentwicklung. Und da habe ich so ein bisschen recherchiert. Ich habe leider keine Überführung des bilanzierten Gewinns in den bereinigten Gewinn gefunden, so wie es bei amerikanischen Unternehmen der Fall ist. Ich greife aber vor, was ich jetzt eigentlich sagen möchte, ist, wir haben hier im Aktienfinder bei der Bewertung einmal den bilanzierten Gewinn, den haben wir gerade gesehen, und haben wir noch den bereinigten Gewinn. Und da sieht man, dass der bereinigte Gewinn analog zum operativen Cashflow sich sehr gut entwickelt, nur der bilanzierte Gewinn eben nicht. Woran kann denn das liegen? Meine Vermutung, es sind Abschreibungen. Nämlich, und hier haben wir einen Wikipedia-Artikel, wenn Embracer ein Entwicklerstudio kauft, dann nehmen wir einfach mal die Zahlen, weil es so einfach ist. Also die Zahlen sind natürlich viel zu groß, aber wir nehmen es einfach. Angenommen, die würden für 30 Milliarden ein Entwicklerstudio kaufen. Ist natürlich Banane, es würden eher 30 Millionen sein, aber lassen wir es mal 30 Milliarden sein. Und laut Bilanz wäre das Entwicklerstudio 8 Milliarden wert. Dann würde man jetzt erstmal vermuten, okay, es sind 22 Milliarden Goodwill. Stimmt aber nicht. Dieser Goodwill berechnet sich nicht auf die Bilanz, auf die Buchwerte zum Zeitpunkt des Kaufs bzw. des Angebots, sondern zum Zeitpunkt der Konsolidierung in die Bilanz.
Hier gibt es nämlich noch einen Zwischenschritt. Also, das Unternehmen ist laut der Bilanz 8 Milliarden wert. Dann kommt Embracer und sagt, wir zahlen 30 Milliarden für. Und jetzt muss die Konsolidierung erfolgen. Und dafür wird jetzt ein externes Unternehmen beauftragt, ein Gutachten zu machen, KPMG oder so zum Beispiel. Ernst & Young beauftragt ja keiner mehr nach Wirecard. Und dann tun die stillen Reserven aufdecken und sagen die, ja, Buchwert ist eigentlich nur 8 Milliarden laut der letzten Bilanz, aber eigentlich sind es 24 Milliarden wert. Und diese 24 Milliarden wert werden dann integriert, das heißt Write-up. Also da werden dann die Vermögenswerte entsprechend aufgepumpt und das kommt dann in die Bilanz von Embracer. Und das, was jetzt noch nicht abgedeckt ist, was echt nochmal drüber geht, was das Management echt nochmal draufgelegt hat, über den tatsächlichen ermittelten fairen Wert des zu übernehmenden Unternehmens, das ist dann der Goodwill. Und jetzt ist wichtig zu verstehen, dass dieses Write-up typically assigned to depreciation and amortization, also dieser Teil hier wird abgeschrieben. Nur dieser Teil wird nicht abgeschrieben, der unterliegt einem sogenannten Impairment-Test, da muss dann jährlich die Wertteiligkeit nachgewiesen werden, falls nicht, dann wird auch abgeschrieben. Aber hier wird immer nach abgeschrieben. Und ich vermute jetzt, falls ich falsch liege, kann man mir sagen, dass dieser Write-up, dass die Abschreibung des Write-ups den bilanzierten Gewinn, das hier unten, halt entsprechend verhageln. Mit anderen Worten, also dieser bilanzierte Gewinn, den kann man nicht verwenden, der führt etwas in die Irre. Man kann höchstens sagen, er ist insofern gut, als dass er zeigt, dass hier irgendwas zu tun ist, dass man hier irgendwo nochmal tiefer graben muss. So, und was wir jetzt nochmal sehen, erstmal ist ja die Kursentwicklung. Ich hatte ja gesagt, 100% Rendite jährlich im Jahr und das stimmt 105 seit dem IPO 2016. Aber es ist schon ordentlich abgegangen. Jetzt natürlich die Frage, wie viel Potenzial ist da noch drin? Da können wir dann für die Bewertung die Bereinigten und den operativen Cashflow nehmen und das Ganze einfach mal anzeigen. Wir sehen hier übrigens schon die aktuellen Bewertungen. Bereinigter KGV 36, das ist glaube ich ein bisschen billiger als Paradox sogar. KCV, Kurs-Cashflow-Verhältnis 28,4. Und hier sehen wir, dass es höher ist als im Schnitt der Vergangenheit. Also die Aktie scheint momentan eher teuer bewertet zu sein. Gucken wir das Ganze mal an, was jetzt konkret heißt, auf faire Werte umgerechnet, dann mache ich das mal weg. Und dann sieht man, dass die hier relativ stark abweichen und dass die auch so ein bisschen auseinandergehen. Hier lustigerweise 2024 gehen sie wieder zusammen. 11 Analysten haben das Ganze geschätzt, also die werden schon relativ gut gecovert. Wir müssen jetzt auch so ein Stück weit drauf verlassen, was die Analysten da schätzen, hier bei der fairen Wertberechnung. Aktuelle Kurs ist 228 und fairer Wert jetzt, basierend auf den Zahlen des letzten Geschäftsjahres oder letzten vier Quartale, werden hier jetzt um die 190 schwedische Kronen. Beim operativen Cashflow wären es sogar nur 153. Aufs abgelaufene Geschäftsjahr für die Schätzung allerdings, und da ist ja hier so eine Kluft drin, da hätten wir dann schon Kursgewinne zu erwarten. Aber die haben eben eine gewisse Spreizung, was auch diese Unsicherheit hier in der fairen Wert, Fair Value Berechnung zeigt. Ich mache es mir jetzt einfach. Ich gehe einfach dahin, wo die Fernwerte zusammenlaufen und verbinde da die Achse und zeige dann einfach an, wie hoch die zu erwartende Rendite ist, wenn es dann tatsächlich so kommen möge. Und da hätten wir dann hier einen fairen Wert fürs Jahr 2024, März wäre das dann, Kalenderjahr und gleich Geschäftsjahr, von 333 schwedischen Kronen im Vergleich zu 228 jetzt, wäre aufs Jahr eine Renditeerwartung von 14,6%, was ja deutlich weniger ist als die 100% pro Jahr, die wir in der Vergangenheit gesehen haben. Deshalb würde ich jetzt mal vermuten, dass das hier kein besonders günstiger Einstiegszeitpunkt ist, momentan, und würde deshalb aufgrund von dem, was ich jetzt gesagt habe, die Aktie mir erstmal nicht ins Depot legen. Ich weiß, da kann man sicherlich noch an der einen oder anderen Stelle bezüglich der Analyse vielleicht ein bisschen schrauben. Deshalb wäre es auch noch ganz nett, wenn ihr in den Kommentaren unten was sagen würdet. Aber ich verweise nochmal, es gab hier null Analysen. Und das ist jetzt nochmal die erste Analyse von der Finanzcommunity. Das Geschäftsmodell ist jetzt, glaube ich, schon mal erklärt. Ich habe auch versucht zu erklären, wenigstens nach meiner These, wie es zu dieser Abweichung kommen kann zwischen bilanziert und bereinigtem Gewinn, also hier. Was die Bewertung angeht, wäre ich auch nochmal dankbar, wenn der ein oder andere von euch da auch nochmal eine Meinung haben kann. Vielleicht auch gerne bezüglich den Spielen, die da jetzt so gerade wichtig sind. Da kann ich auch mal auf Stefans Aktien verweisen. Er hat eine WhatsApp-Gruppe, glaube ich, und soll da ziemlich gut sein, was Embracer angeht. Und er fehlt aber offensichtlich hier bei den Analysen. Gut, das waren mal meine 5 Cent zu Embracer. Ich hoffe, es hat euch gefallen
Danke fürs Zuschauen und wie immer bis zum nächsten Mal.